Hallo und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut und wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Fabio und ich habe heute ein neues Video. Mein heutiges Video wird ein Geburtstagsgeschenke/Fashion-Haul/Monatsfavoriten sein. So ein All-Inclusive-Exclusive-Video. Und ich bin so gespannt, wie das Video wird und freue mich auch richtig, euch das heute einfach mal zu zeigen. Und ich würde sagen, ohne jetzt noch mehr Zeit zu verlieren, beginnen wir auch schon mit dem Video. Als erstes fange ich mit meinen Geburtstagsgeschenken an, denn ich hatte am 28. Juli Geburtstag und ich bin 16 geworden, also falls jemanden interessiert. Ja, und ich fange jetzt mal an mit meinen Geschenken. Als allererstes habe ich von MAC das Fix Plus bekommen und ich habe mir das schon so unfassbar lange gewünscht. Und jetzt habe ich es einfach. Fand ich mega cool. Denn von meiner Familie unter anderem habe ich einmal von Bilou einmal das Coco Cocktail und Coco Cocktail Body Spray, also Duschschaum und Body Spray, geschenkt bekommen. Und da ich das noch nicht habe, wird das auch in meine Sammlung wandern. Von einer meiner besten Freundinnen habe ich dann auch nochmal Coco Cocktail bekommen. Und jetzt habe ich es doppelt und ganz ehrlich, ist doch gut, wenn man das zweimal hat, dann kann man das auch irgendwie mal aufbrauchen. Also jetzt nicht das unbedingt von meiner Freundin, aber so generell. Und ja, finde ich auf jeden Fall mega cool, dass ich das jetzt zweimal habe. Außerdem geschenkt bekommen habe ich jetzt noch von Isana das Einhorn-Shampoo, Shower-Gel, Zauberer. Girl. Naja, auf jeden Fall habe ich das halt geschenkt bekommen und ich wollte so unbedingt das von Balea haben. Das hatten die aber leider nie. Deswegen habe ich jetzt das bekommen, aber das ist genauso gut. Ich finde das Packaging anders. Ich finde das jetzt nicht unbedingt besser, aber ich finde das jetzt auch irgendwie schlechter, weil das ist so holographic. Unicorn, believe it, yes, dope, slay. Außerdem habe ich noch ganz viele Klamotten bekommen, die ich mir aber vorher bzw. selber gekauft habe. Und ich würde deswegen sagen, dass wir dann auch mal mit dem Fashion Haul jetzt beginnen. Es kam jetzt vielleicht so vor, als würde ich so wenige Sachen geschenkt bekommen haben. Aber ich habe überwiegend die Klamotten bekommen. Außerdem habe ich noch einen Schrank bekommen. Und. Also Kleinigkeiten halt. Und die wollte ich jetzt nicht mit reinnehmen, weil das halt dann zu viel wäre. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir auch schon mit dem Fashion Haul. Also ich war bei H&M shoppen und habe da nur Sachen von H&M, außer eine Sache, die ist nicht von H&M. Ja, aber ich würde mal sagen, gehen wir auch jetzt mal damit, ganz normal. Und als erstes habe ich diesen Sorry Not Sorry Pullover und alleine schon dieser Spruch, der bin einfach nur ich. Ich entschuldige mich meistens, aber meine das gar nicht so. Girl, sorry, but not sorry. Also ganz ehrlich, das bin einfach nur so ich. Dennoch hier so mit dem WLAN, mit dem Kaktus, hier dieses Weiblichzeichen, Schuh und Diamant. Ich weiß jetzt, Weiblichzeichen, okay, hätte jetzt nicht unbedingt da drauf sein müssen, aber der Pullover war so toll, den muss ich einfach mitnehmen. Und die Preise weiß ich jetzt leider nicht mehr, aber ich glaube, er hat 10 Euro gekostet. I don't know. Drop that gorgeous. Dann habe ich mir diesen Pullover hier gekauft. Der ist so ein Crop Top. Und der ist wie für mich auch gemacht, also so lila, sowieso eine hammerschöne Farbe, wie ich finde. Und dann hier noch mit diesen orangenen Zeichen drauf, finde ich mega schön. Und hier hinten ist auch noch so der gute Dragon. Finde ich mega schön. Und hier vorne steht auch noch was. Ich fand, der war perfekt und der hat 15 Euro gekostet, das weiß ich noch, 14,99. Dann habe ich hier so ein pinkes Crop T-Shirt, Top, whatever, ergattern können aus dem Sale für 1 Euro. So 1 Euro, da war ich so im Girl, da war ich natürlich direkt am Start so. Da musste ich eigentlich, ich meine für 1 Euro, Girl, was ist heutzutage noch 1 Euro so? Das, okay, gehen wir mal nicht näher drauf ein, war ein Mega-Fund des Tages. Dann habe ich noch dieses Gelbe, aber das gleiche auch nochmal in Pink und Slay, was ist jetzt hier schon wieder? Das ist einfach ein T-Shirt, bauchfrei mit so einer schönen Tasche. Hier so schön umgekrempelt in Pink und in Gelb. Und ich fand, das war auch irgendwie nur 6 Euro oder so. Und dann dachte ich mir so, okay. Ich habe generell nicht so schöne T-Shirts, sage ich jetzt mal,
die mir persönlich gefallen, eher so Jungsachen, und ich wollte einfach mal so ein bisschen fancy Sachen haben. Deswegen dachte ich mir so, kann man mal machen. Als nächstes aus dem Haul haben wir einmal diesen schwarzen Pullover. Und der hat hier auch eine weiße Schrift, schwarz, schlicht, fand ich sehr schön. Und der hat original 3 Euro gekostet aus dem Sale und dachte ich mir, okay, der sieht ziemlich basic aus. Vielleicht kann man das hier unten noch abschneiden oder so, ein bisschen bauchfrei machen. Deswegen dachte ich mir, für 3 Euro ist der in meiner Einkaufstasche. Und diesen Pullover, ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt, ich schätze mal jetzt nicht so unbedingt, wenn ihr mir nicht auf Instagram folgt. Den habe ich schon mal auf mein Instagram getragen, aber nur anprobiert, weil mir damals 25 Euro waren mir noch ein bisschen zu teuer so. Kennt ihr das, wenn ihr so Geld habt und euch das kaufen wollt, aber dann irgendwie doch zu geizig seid, weil ihr im Sale wart und danach denkt ihr euch nur so, das ist alles günstig und dann so ein 25 Euro Pullover, girl, nee. So war das auf jeden Fall bei mir. Ja, und dann habe ich den auch im Sale gefunden für 15 Euro und dann dachte ich mir, okay, dann nehme ich mir den heute mal mit. Und da steht drauf United Girls und das ist so ein spacey, glittery Crop Top, so mit 1998, I don't know what that means, but es ist echt schön und das hat sich auf jeden Fall echt gelohnt. Jetzt habe ich den auch und ja. Denn ein anderer normaler Pullover ist der hier in so einem schönen Pastellrosa und da steht drauf Girls Bite Back und das fand ich echt cool, weil ich meine, ist halt einfach die Wahrheit, oder? Und ja, der hat, ich glaube, auch 15 Euro gekostet. Fand ich auf jeden Fall für den Preis vollkommen okay und dachte mir so, okay, nehme ich mal mit. Dann habe ich noch diesen Pullover hier. Das ist einfach so ein Basic Top, finde ich. Die Ärmel sind nicht zu lang und halt, ja, soll man dazu viel sagen. Ich fand es echt schön, hatte sowas noch gar nicht. Und deswegen dachte ich mir, okay, für 10 Euro nehme ich das definitiv mit. Oder wie fertig? Ja, ich glaube, die 10 Euro oder so. Und ja. Weiter geht's mit einer Sache, die ich schon anhabe. Und zwar ist das dieser Militärprint Crop Top. Der ist auch bauchfrei. Und ich weiß, ich trage sehr gerne in der Freizeit bauchfreie Sachen. Ist halt einfach mein Style so. Und normalerweise mag ich so Militärsachen gar nicht. Also, nee, da hört es bei mir definitiv auf. Aber hier, das musste einfach mit. Ich fand das so schön. Und es ist so weich von innen. Es ist wirklich so weich, wirklich weich. Hat sich mega gelohnt. Ja, und eine Sache, die ich mir auch noch gekauft habe, was auch das teuerste aus diesem Haul war, ist diese schöne Felljacke. Ich wollte schon so lange eine Felljacke haben. Diese Jacke ist einfach so toll. Es ist natürlich Kunstfell und dementsprechend war sie jetzt auch nicht so teuer. Ich glaube, die hat 70 Euro gekostet. Ich finde, kann man machen für eine Kunstfelljacke. Ich meine, die soll ja auch hochwertig sein. Und ich finde, die ist echt schön. Die ist so ein bisschen lachsfarbener Hauch. Jetzt eigentlich soll das rosa sein, ich finde das ist ein bisschen lachsfarben, weiß so. So ein Pastelllachston, I don't know. Finde ich aber trotzdem sehr schön. Und falls ihr mein Bild damit sehen wollt oder so, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Und dann werde ich demnächst mal eins auf Instagram posten. So, das war jetzt mein Geburtstagsgeschenke Fashion Haul. Es ist ein Mini-Fashion-Haul, wie ich finde. Es sind jetzt nicht so viele Sachen. Aber trotzdem habe ich mich mega gefreut darüber. Und deswegen würde ich sagen an dieser Stelle vielen, 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 vielen lieben Dank an meine Eltern sowieso. Das war echt ein sehr toller Geburtstag, den ich hatte. Und auch an meine Freunde, die mir was geschenkt haben. Vielen, vielen Dank. Ich bin euch so dankbar einfach, dass ich euer Freund sein darf und dass ihr für mich da seid. Vielen lieben Dank. Und wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst, ich meine dich, also euch. Ja, weiter geht's auch schon mit den Monatsfavoriten. Und ganz klar ist definitiv diese Felljacke. Ich habe die zwar noch nicht so lange, aber die wird definitiv ein Favorit von mir sein. Ich trage die auch, habe ich schon in der Stadt getragen. Natürlich wurde ich angeguckt, so wie auch immer, aber es juckt mich nicht, meine
girl, I look better than you and slay. Und die waren gar nicht so teuer, denn die habe ich bei Amazon bestellt für 8 Euro. Und ja, ich finde, 8 Euro kann man da definitiv nicht meckern. Also würde ich sagen, Favorit. Ein weiterer Favorit, den ich noch nicht so richtig Favorit nennen kann, obwohl doch schon, ist auf jeden Fall das Fix Plus von MAC. Ich habe es noch nicht lange, aber es ist schon gut in Gebrauch gewesen. Ein weiterer Favorit von diesem Monat war definitiv meine Louis Vuitton Sonnenbrille. Denn so langsam kriegen wir ja Sommer und da habe ich echt eine Sonnenbrille gebraucht. Und da habe ich diese Sonnenbrille von Louis Vuitton. Ich weiß nicht, die ist echt schön und keine Ahnung, die... Ich weiß nicht, ich finde die mega schön. Und die könnte definitiv gut in Gebrauch sein, war sie ja auch, deswegen mega Favorit. Ein weiterer Favorit von mir ist definitiv der MAC 178er SE Pinsel, denn dieser Pinsel ist einfach ein Lifesaver. Ein Lifesaver. Er hat mir schon in brenzlichen Situationen beim Verblenden einfach so gut geholfen, so gut. Und den kann man für so viele Sachen benutzen. Also manchmal trage ich ihn einfach für komplett Puder auf, Kontur sowieso, Highlight kann man auch mitmachen. Nase konturieren geht sogar auch. Lidschatten könnte man, habe ich sogar auch schon mal damit gemacht, aber mit einem anderen. War halt ein bisschen undefiniert, aber geht sogar auch. Also schade, dass es den nicht mehr gibt, soweit ich weiß. Aber der ist wirklich Lifesaver. Leute, wenn es den geben würde, ich würde euch nur empfehlen, den zu holen. Der liegt allerdings bei 58 Euro, deswegen werden manche wahrscheinlich so, nein danke, aber glaubt mir, wenn ihr euch schminkt und wirklich schminkt, dann ist sowas Gold, wirklich, nee, die haben, nee, außerirdisch gut, wirklich. Außerdem, ein Favorit von mir ist das Studio Sculpt Make-up von MAC. Es, ich weiß nicht, in Kombination mit der nächsten Sache, und zwar das, mit dem Prolong My Concealer von MAC. Es ist bei mir wirklich reine Haut pur, wirklich. Ich habe auch das Gefühl, dass dadurch irgendwie meine Haut besser wird. Hört sich echt dumm an, aber wirklich, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was die da reinmachen, dass es so gut funktioniert, aber es funktioniert und definitiv Monatsfavorit von mir. Ja, mehr Monatsfavoriten für diesen Monat gibt es auch gar nicht und ich finde, das war jetzt auch ein langes Video, also ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, was ich jetzt allerdings nochmal sagen wollte zu euch ist, beziehungsweise zu dir, Andi, dass ich mich sehr, sehr freue, dein Freund zu sein, also bester Freund, so, Großschwester aus dem Internet, girl, yes, work, nee, wirklich, ich freue mich wirklich so da, dass wir so Kontakt haben und wenn du das siehst, ruf mich am besten direkt an, girl. You better work. You know what I mean. Und ja, ich bin einfach so glücklich, generell mit dir befreundet zu sein und dass du immer ein offenes Ohr für mich hast. Und ich hätte wirklich niemals erdenken können, dass das so eine Internetbekanntschaft, so eine starke Freundschaft werden kann. Und keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall so froh und bin dir so dankbar. Wirklich, ich hoffe, wir sehen uns echt jetzt in nahe Zukunft mal in echt, weil ja, das nochmal zum Schluss. Ja, wie gesagt, es gibt jetzt auch nichts weiteres, deswegen würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.